Der DAX ist auf Rekordkurs, ist also schon wieder der Kursrutsch von Anfang August vergessen. Welche Chancen und Risiken gibt es jetzt für Anleger? Das bespreche ich mit Robert Halver von der Baader Bank. Schön, Sie hier an der Frankfurter Börse zu sehen. Danke für Ihre Einladung. Sehr gerne, Herr Halver. Also wir kommen ja von einem Niveau Anfang August, wo es einmal so einen kleinen Schreck gab und die Kurse richtig runtergerasselt sind. Jetzt befinden wir uns schon wieder in Allzeithöchstständen und das Niveau steigt. Ist das jetzt eine nachhaltige Erholung oder kann es da auch noch mal Faktoren geben, die den DAX negativ beeinflussen? Also der DAX ist nicht tot zu kriegen, das muss man sehr klar erkennen. Wenn man den 5. August noch im Hinterkopf hat, dass auch mal volatiler zugeht, ist klar. Wir haben ja einige Dinge, die dann zumindest unsicher sind. Mittlerer Osten, wer wird US-Präsident oder Präsidentin? Die Zinssenkungen, sie kommen ja, aber wie stark kommen sie? Was macht die Konjunktur? Aber ich sitze nicht mit Tränensäcken vor Ihnen und bin traurig über das, was ich bis Jahresende erwarte. Ich glaube, da ist am Jahresende noch mehr drin, definitiv. Was wir aber sehen, sind schon unterdurchschnittliche Umsätze. Das Handelsvolumen ist einfach auch noch sehr gering, obwohl die Urlaubszeit ja eigentlich schon so langsam auch vorbei ist. Ist das auch eine gewisse Zurückhaltung der Anleger, dass man eben diese Faktoren wie die Krisen und Kriege, Zinssenkungen und was Sie auch angesprochen haben, die US-Präsidentschaftswahl, dass man diese ganzen Faktoren noch nicht so einschätzen kann? Ja, da gibt es Unsicherheit und das Sommerloch ist auch da, aber es bringt ja nichts. Ja, auch kleine Umsätze können natürlich die Börsen auch treiben, das haben wir jetzt gesehen. Kleinvieh macht auch Mist, ohne hier, um Gottes Willen, irgendeinen Anleger beleidigen zu wollen. Aber ich glaube, man muss sich jetzt viel stärker darauf fokussieren. Es muss ja nicht immer den DAX sein, es gibt auch die zweite und dritte Reihe, die ja kulturell, wie ich finde, viel interessanter ist. Ja, und da sollte man den Blick drauf richten. Und abwarten. Wer zu lange wartet, dem bedroht das Leben. Ja, wer zu lange wartet, nimmt die Aufwärtsphase auch nicht mit. Und bei so einem Dip nach unten ist das natürlich auch für Anleger dann wieder interessant. Jetzt ist die Frage, hat man das schon wieder verpasst, diese Aufwärtsphase? Und sind einige Anleger da vielleicht auch schon wieder gierig geworden? Gut, Gier und Angst gehören definitiv dazu, aber nochmal, wenn man den 5. August nochmal rekapituliert, dann stellt man ja fest, ja, es gibt Tage, zwei, drei Tage, wo es auch mal ernster wird, aber wir sehen ja auch sehr schön, und das ist die beruhigende Nachricht daran, dass diese Bereinigungen sehr schnell stattfinden und danach wieder gesagt wird, was ist denn jetzt? Und man darf eins nie vergessen, das feste Glaubensbekenntnis, dass immer an den Märkten quasi wie der Heilige Geist schwebt, mit dem Motto, wo die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten, egal welche Krise kommt, ob eine neue Finanzkrise, ob die Welt rezessive Tendenzen vielleicht dann doch länger als erwartet hat. Die Notenbanken werden dagegen steuern und damit auch die Staatsverschuldung finanzieren. Und deshalb muss man mit dabei sein. Und es gibt natürlich auch Branchen, die relativ zeitlos oder, ich sag mal, konjunkturunabhängig sind. Das ist nach wie vor der Hightech-Bereich. Nicht alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, muss gekauft werden. Aber zumindest kann man sagen, die Hightech-Werte, die Substanz haben, die auch mit KI Geld verdienen, warum sollte ich die nicht kaufen? Die KI ist nicht aufzuhalten. Und die konjunktursensitiven Werte, die kommen ja erst noch. Die sind ja noch so klein von der Bewertung. Ja, KI hat ganz sicherlich ja die Märkte in den letzten Monaten ordentlich getrieben nach oben. Nvidia hat jetzt vor kurzem Zahlen veröffentlicht, also Umsatz deutlich gesteigert. Gewinn deutlich gesteigert, aber Ausblick so ein bisschen mit Unsicherheit. Trotzdem, der Sektor weiterhin interessant. Der Turmbau zu Babel klappt auch bei Hightech-Werten nicht, auch bei den Aushängeschildern offensichtlich nicht, was aber auch gesund ist. Ja? Das olympische Motto, schneller, weiter, höher, irgendwann ist auch mal Schluss. Ja? Man muss auch eine gewisse Konsolidierung auch wieder haben. Ja, aber nochmal, die Werte, die eine Substanz haben, die kann man dann, wenn sie runterkommen, auch wieder kaufen. Warum sollte es denn den Werten, die dafür sorgen, dass die breite Wirtschaft auch jetzt effizienter wird, rationalisierter wird, denn schlecht gehen? Die kaufe ich nach wie vor. Sehen Sie mehr Chancen oder Risiken momentan und wie könnten Anleger sich da aufstellen? Es gibt nie einen Tag, wo man sagt, es gibt nur Chancen oder nur Risiken. Es ist immer das regelmäßige Ansparen, aber auch sicherlich zu sagen, ich habe einen etwas längeren Horizont, in welche Werte gehe ich denn rein? Aber das sage ich auch hier immer wieder und das habe ich auch so gemacht, wenn am 5. August die Märkte einbrechen, wenn man Krisen sieht, die aber offensichtlich dann wie zum Beispiel Japan, die nach wie vor jetzt nicht das Interesse haben, die Liquidität abzuzwacken weltweit, die müssen ja verrückt sein, würden ihre Zinsen hochtreiben und damit ihre verschuldete Nation ja an die Wand fahren sozusagen. Das muss man realistisch einschätzen. Ja? Und wenn man das tut, dann verstehe ich nicht, wie man an Aktien vorbeikommen kann.
Und wir sprechen darüber regelmäßig hier. Dankeschön, dass Sie da waren, Robert Halver von der Baader Bank an der Frankfurter Börse. Und Dankeschön an Sie und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.